Kirschmarmelade. Kirschmarmelade von Oma. Kirschmarmelade von Oma. Testen wir nochmal. Omas Kirschmarmelade. Das ist aber keine Marmelade, wa? Oder hat sich abgesetzt? Ah, genau. Hat sich ein bisschen abgesetzt. Oben die Frucht oder was? Ja, jetzt hast du, weil der mal verkehrt rumsteht, wenn wir einen machen. So oben die Frucht. Und unten der Chili. Hallo? Hey, morgen! Brot. Was möchtest du, ein Brötchen? Das ist bestimmt. Gegenseitig. Vielleicht was anderes, ja? Vielleicht spielen wir. Aber ohne Playmobilhaus, ja? Ohne Playmobilhaus? Macht das, klärt das nachher, okay? Klärt das einfach. Ihr noch. Könnt doch mit Playmobilhaus und könnt auch mit meines. Wunderbar, genau, ganz nett von dir. So. Moin. Ja, bitte? Ja, I want to rent a barn. Okay. Geld auf die Karte. Für die Fahrkarte. Hast du meinen Schlüssel genommen? Tschüss, Papa. Und was? Danke. Wieso tschüss? Was hast du? Ich gehe hoch zu Was Luan. Machst du? Was hast du? Karton. Kommst du rein? Ja, ich komme rein. Du, wenn du stehst vor der Tür, mach die auf. Okay, alles klar. Das war ja ein Ankauf hier, die Twin. Ich meine, ich gucke ja sowas eigentlich nicht, aber das ist von jemandem, von dem ich schon wirklich ungelogen über die 10 Jahre oder was, 100 Räder gekauft habe. Teilweise totaler Schrott. Das ist jetzt mal eins von den besten, die wir sehen. Aus einer Räumung und so. Ich hab da immer mal ein Rad übrig. Sag mal, ruf die 3 Räder gehören zu der Wohnung immer mit und so. Und dann sind auch manchmal richtige Grotten, die kannst du nur noch schlachten oder lay weiter entsorgen. Aber das ist jetzt echt mal, ich meine, das war ein Between. Aber das ist halt eben ganz, ganz, der Zustand ist neu. Allerdings habe ich zu Achim gesagt, er soll mit den Aufpumpen und dann verbieten. Das war jetzt verbietet und jetzt immer noch so platt. Wie vorher. Ja, das ist. Definitiv leer gestanden auf einen Bar, sind wieder runter. Dann check ich mal draußen die Räder ab. Ich komme schon eine Stunde hier rum. Bin immer noch nicht fertig. Immer noch am Ausräumen, aufräumen. So, jetzt kommt mal mit. Jetzt haben wir hier vorne so weit. Erstmal relativ frisch alles aufgeräumt. Alles sortiert. Jetzt kümmern wir uns um dieses wunderschöne Bauerrad. Also was mal wunderschön war. Das werde ich jetzt nochmal schön machen. Beziehungsweise haben wir gestern Abend ja angefangen, habt ihr ja gesehen. Der Achim ist jetzt nicht mehr da. Und der Felix, der um 10 Uhr kommen sollte, kommt nicht um 10. Weil wir haben jetzt gestern Abend nochmal beschlossen, mit Felix nochmal eine Runde Reha zu machen. Auch in diesem Jahr zu versuchen, ihn zu animieren,
Den Felix kennt er ja vielleicht noch von letzten und vorletzten Jahr und die Jahre davor. Eventuell war er auch kurz immer in Erscheinung getreten, also er war jede Dame da. Ja, aber bis jetzt ist er noch nicht gekommen. Um 10 sollte er da sein. Jetzt ist es 10 nach 10, akademische Viertel. Gucken wir mal. Okay, jetzt geht's los. Tut mir leid, 22 Minuten, um Himmels Willen. Schluck Kaffee und los. Wundervoll. Also, wir müssen hier nur noch einen Bremszug reinmachen. Wir haben ja gestern schon, wie gesagt, habe ich schon die Lichtanlage repariert. Ich habe den Reifen hochgezogen. Ich habe das Tretlager neu gefettet. Hinten eine Lampe montiert. Den Sattel montiert. Achim hat die Narbe hinten gemacht. Und die Kette aufgezogen. Jetzt mache ich neu den Bremszug. Den Schaltzug habe ich neu gemacht. Den Bremszug machen wir jetzt noch. Was mache ich jetzt noch? Und das war's. Dann sind wir durch. Jetzt sind wieder die, die nicht passen. Oder? Ja, genau. Die dicken. Machen wir die mal dahin. Wir brauchen. Wir brauchen hier die dünnen Gegenhalter. Haben wir. Ja, so. Haben wir. Ich konnte den aufräumen. Das ist ja schon viel wert. Jetzt können sie alle kommen. So Cartridge-Belege hier. Ganz frühe Cartridge-Belege, ne? Ja? Da habe ich doch auch noch Wechselbelege für. Weinmann, original. Original alte Dinger. Lager vorne ist extrem locker. Was ist denn da los? 15er Schlüssel. Nicht gut. So. Na super. Das sieht ja nicht gut aus.
Okay, also. Hat das fertig. Jetzt aber, wirklich. Kein Spiel mehr. Okay. Wunderbar. Hat das fertig. Das hat mich 30 Euro im Ankauf gekostet. Circa 3 Stunden Arbeit stecken da drin. Mit, sagen wir mal, 2 Mann, also ich und Achim. Eigentlich sagen wir mal 3 Stunden Arbeit, eine Person. An Neuteilen ist dazugekommen. Also man schafft das auch in 3 Stunden sozusagen. Wenn man totale Ruhe hat, alleine ist, schafft man das in 3 Stunden. Narbe hinten ist zerlegt worden, gereinigt worden und gefettet worden wieder und neu zusammengebaut. Tretlager vorne alle neu geschmiert worden. Lichtanlage repariert worden, Bremsbeläge ersetzt, Bremszug gemacht, Schaltzug gemacht, neuer Sattel ist drauf, Klimbim abmontiert, neue Kette ist drauf. So, jetzt steht es da und könnte in die Vermietung oder in den Verkauf. Müssen wir mal schauen. Verkauf lohnt sich ja nicht, muss erstmal vermietet werden. Jahre. Na dann, auf. Mann, das fährt sich richtig Sahne. Also wirklich, sieht zwar aus wie Stulle, das Ding. Also im Vergleich zu anderen Rädern oder so, ja, wie neue Rädern oder neuen Mieträdern, aber das fährt sich super. Und das ist das A und O. Technik muss. Und das fährt sich echt. So, butterweich. Das ist toll, macht Spaß. Also da kann man ruhig 200 Euro nehmen für das Rad. Das ist überhaupt nicht zu viel. Oder ich nehme 8 Euro am Tag für die Vermietung und das Rad. Mal gucken, ob es überhaupt mal weggeht. Da ist ja kein Mensch da. Ist ja null. Ist ja überhaupt nichts los hier. Das ist total Totentanz gerade. Die letzten anderthalb Wochen war überhaupt nichts. Eine absolute Nullnummer. Okay, was haben wir denn hier? Eine abgescherte Achse, Tretlagerachse. Das sieht nicht mehr so doll aus, ne? Und der gute Mann wollte die rausprügeln. Allerdings ist das doof, weil jetzt komme ich hier mit meinem Werkzeug nicht rein, um den Abzieher da anzusetzen. Da hat er richtig gut draufgebolzt. Das ist natürlich sehr schade. Jetzt müssen wir auch draufbolzen und die Achse so raustreiben mit dem Austreiber. Gucken, ob das neu geht. Und neue Tretlager einsetzen. Schauen wir mal. Ne, was haben wir? Wo sind die Flogen? Weil die Größe brauche ich noch. Thank you.
Da drin läuft ein Kabel. Das Lichtkabel läuft hier durch, hier im Tretlagergehäuse und kommt hier hinten wieder raus. Dadurch ist es hier sehr dünn und man kann diese Kapsel nicht komplett drin lassen. Also baut man sozusagen die Hülse, die um das Lager rum ist, aus. Die baut man ab und zumal hier gibt es auch also Rohransätze, die zu weit durchgucken, weil das ist halt kein gutes Rad. Ne? Und dadurch die Schleifen auch hier drauf und verhindern, dass man das gerade reinschrauben kann. Ne? Deswegen Hülse raus und dann läuft's. Sind ja Industrielager hier drin. Das ist das Gute. Also im Grunde genommen die Achse, sobald die nicht kaputt geht, sofern die nicht kaputt geht, kann man die immer wieder verwenden. Man kann auch richtig geile Lager reinsetzen. Gefettet ist hier schon, ja, also die Gewinde sind gefettet, keine Angst. Ja, da sind die Lager, das sind die Industrielager und die schlagen halt aus. Je nach Qualität sind die halt gut oder nicht so gut. Das hier ist mittlere Qualität, das ist ganz okay. Setzen wir halt hier rein, aber die kann man eben auch nachordern und man kann eben richtig hochwertige Lager hier reinsetzen. Und dann läuft es richtig Bombe. Dann hat man das gepimpt. Könnte man vielleicht mal machen. Fertig. Kann auch keinen Mittag machen. Ich muss noch ein bisschen schrotten hier, weil das regt mich auf, dass das hier so müllig aussieht hier hinten, weil ich das ja gerade so ordentlich hatte. Deswegen schrotte ich jetzt hier noch die Räder zu Ende. Hier habe ich noch die Gabel rausgeholt. Die sind ja schick. Schaut mal, 26 Zoll MTB mit Steuersatz, der auch noch funktional ist. Das nicht mehr neu, das ist klar, aber wie gesagt, jetzt soll man es wegwerfen, wa? Der Rahmen ist nun wirklich nichts mehr, eigentlich, weil sackenschwer. Klar, auch daraus kann man wieder ein Fahrrad machen, aber das ist so schon, der wiegt so schon 3-4 Kilo. Das ist nichts, das ist nur noch Schrott. Tut mir leid. Das nächste Mal haben wir mal ein Rad weg hier. Jetzt kommt das nächste Diamond Back. Ach, er hat das ja nicht weiter abgeschraubt. Ach, ich habe ihn noch gelöst gehabt. Habt ihr mal gesehen im Video, wa? Hätte er doch es fest. Habe ich sie mir löst. Aber weiter abgeschraubt hat er ja nicht. Tretlager hat Spiel. Na ja, raus damit. Rettet die Räder, sehen Sie heute. Diamond back. Back on the track. On the track. Berlin City Tarnkappe, Berliner Tarnkappe.
Ein bisschen die Spannung rausgenommen hier durch die Säge. Jetzt kann man das rausschrauben. So, jetzt mal probieren hier vorne den Vorbau raus, damit da auch was Geileres drin kann. Echte Berliner Tarnkappe, das ist es. Nicht mehr, nicht weniger. Das ist doch ja nicht so verkehrt. Ah, jetzt mache ich erstmal einen Schlauchwechsel hier. Ich muss ja auch ein bisschen Geld verdienen. Nicht immer nur Hobby, Hobby, Hobby. Das vergesse ich manchmal echt. Der darum geht, auch Geld zu verdienen. Und zwar hier ist ihm der Schlauch geplatzt. Oder der Schlauch wohl rausgekommen und dann geplatzt. Ja, so. Wieso ist halt warum, werden wir sehen. Ob es eine Ursache hat oder ob es einfach nur ein Einbaufehler war, eventuell. Schauen wir mal. Ich checke das Felgenband. Auf Risse und solch und so andere Tidöns nix. Und Felgenband und Felge sind in Ordnung. Checke ich den Reifen, der scheint ja auch in Ordnung zu sein, der ist so wie neu. Nee, wohnen tut hier keiner. So, aber er macht, läuft, läuft einmal frei, läuft wunderbar. Schön, next. Okay, also, dann schob schon jetzt weiter hier mit diesem wunderschönen Neuaufbau von diesem Diamond Deck. Ist überhaupt nicht Programm jetzt gerade, aber das mache ich jetzt einfach mal. Weil ich hier die Laufräder halt rumliegen habe und weil ich da ein schönes Single Speed draus basteln mag. Ganz einfach. Ich möchte, aber mag. Ich möchte, aber mag. Irgendwie so. Na Mensch. Tja. Müsst ihr euch halt vorstellen, dass dann so ein Rahmen wie diesen hier genauso viel oder eben noch mehr Arbeit reinfließt als in so einen Neuaufbau von so einem Luxusrahmen.
der Luxusrahmen euch aber geklaut wird und ihr dann dasteht. Und daher meine Überlegung, einfach Rahmen zu nehmen, die richtig Patina haben. Richtig. Richtig gut gehen Patina. Rahmen, die vorhanden sind. Rahmen, die aber einstmals auch gute Qualität waren. Und die dann eben komplett wieder aufzubauen mit Gebraucht und Neuteilen. Verschleißteile, Neuteile. Oder eben... Also sprich, Züge und Bremsbeläge definitiv immer neu. Alles andere darf auch schon mal gebraucht sein. Solange funktional. Das finde ich eine gute Sache. Das finde ich nicht verkehrt. Das finde ich, kann man ruhigen Gewissens machen. Man kann so einen Bremsleiter V-Brake wieder anbauen. Wenn sie so funktioniert wie diese, kein Problem. Okay, liebe Leute, okay. Also, das haben wir jetzt erstmal soweit. Soweit, so gut. Wollen wir erstmal wieder ein bisschen Geld verdienen. Eine Bremse einstellen. Das bringt maximal irgendwas. Ja, ich weiß ja auch nicht. Also, was soll ich denn hier machen? Ne? Hier ist die Federvorspannung total rausgedreht. Da ist sie schon total reingedreht. Bremst trotzdem nicht. Hallo? Auarbeit. Was? Auarbeit. Was soll ich denn hier machen, ey? Wenn es kaputt ist, dann musst du sie anrufen. Ey, ich hab's jetzt gebogen. Das ist das Einzige. Kann man nicht einstellen, kann man nur biegen. Ich hab's gebogen. Was also kaputt ist. Wahrscheinlich sind sie damit gestürzt, wenn sie meint, es ging auf einmal nicht mehr, die mussten die aufmachen. Das ist all Hunger, geht halt kaputt. Auftrag erfüllt. Hey, mal. Das war ja jetzt richtig Geld wieder. Das ist jetzt richtig Asche. Stück nehmen. Ein 8 Euro Stück. Das ist schon heftig, oder? Ein 5 Euro Stück. Ja. 5 Euro Stein. Für die Sonnenbrille. Ich. Hatte du. Hatte du. Du hast keine Schuhe an. Wir haben sie nicht gefunden. Hatte du. Halten. Hast du ja mit Absicht keine Schuhe angezogen? Die will runter. Ich hab die nicht gefunden, ich hab die gesucht. Kannst du die Kinder fragen? Ich hab aber die Kinder gefragt, wo die Schuhe sind. Manuk hat sie auch schon gesucht, wo sie die runterbringen wollte. Der Patte-Dö. Der Patte-Dö. Der Patte-Dö.
Ohne nach ihm. Jetzt habe ich nämlich auch schon gesehen, dass sie ja nicht zianisch haben, ehrlich gesagt. Schade. Aber die haben halt nicht. Das, wie alle. Das, was ich haben will, haben sie. Sehr lieferbar. Ich habe mir jetzt einen Satz XTs bestellt. Hydraulische. Weil wenn ich keine Bremssättel kriege, dann kaufe ich mir eben komplette Bremsen und schraube die alten Bremssättel von meiner an mit neuer Rad dran. Oder ich besorge mir noch einen neunfach Schalthebel und verbaue die neuen Bremsen gleich an den neuen Rad. Der Nuki will Roller fahren. Der Nukster. Aha. Und wo ist der Helm? Nicht ohne Helm. War nicht mit Hardcore-Helm jetzt, sondern wo ist der noch online Helm? Ach Mensch. So, jetzt machen wir hier noch. Ja, dann machen wir gleich Feierabend hier, ich komme schon rein. Nee, gut, genau so machen wir das. Ja? Geht ja auch nicht anders, der ist ja einig klar. Für die 10 cm langs da. Oder hochkantstellen. Na, mit euch lassen. Ja. Hallo? Ja. Auch Sie. Ihr beide seid heute draußen. Das hast du sehr gut erkannt. Ach, da ist schon wieder einer sauer. Und du bist nackig am Fenster. Das bin doch sonst nur ich. Das ist meine Position. Na gut. Ja, die ist sauer. Willst du einen Chip? Wie gesagt, Achim ist jetzt fertig. Der muss jetzt sein Berichtsheft schreiben. Bei mir.
Der kommt jetzt ab und zu mal so zu Besuch vielleicht noch vorbei, aber das war's. Und dann hat der Prüfung. Ja, so sieht es aus. Ja, im August, Juli, August. Und das war's denn. Und dann haben wir Achim auch durch, genauso wie wir damals Francesco durch hatten, wie wir Darius durch hatten, wie wir viele andere auch durch hatten. Wir hatten auch noch so einen ganz ruhigen, auch Italiener. Der war total gut im Schrauben, aber ganz still. So ein Schüchterner? Ja. Mhm, wie ist denn der? Der war nach Francesco, ne? Der war vorher. War er vorher? Ja. Ah, der war so ruhig, den habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ah, stimmt, der war echt. Und der wollte auch mal nicht mit Leuten reden, das hat er mal gesagt, der hat mal lieber mir. Der war auch von dir. Von der war auch von der Bima. Ja, wir haben jetzt schon den dritten Auszubildenden von denen durch einen langjährigen Lernprozess geführt und hoffen, dass auch Achim das schafft, wenn er da seine kleinen Schusslichkeitsfehler irgendwie ausgleicht. Das wäre schon toll, weil so ein kleiner Schusslichkeitsfehler kann hinterher ganz schöne fatale Folgen haben. Also, da muss er wirklich, 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 wirklich aufpassen. Und er weiß es. Ich sage ihm nicht jedes Mal, wenn er einen Fehler gemacht hat. Ich sage es ihm jedes Mal. So wie ich es allen gesagt habe, weil muss man. Man kann nicht sagen, ach ja, ja, ist schon nicht so schlimm oder so. Ja, nee, das war halt scheiße. Ganz einfach. Wenn der Zug nicht richtig fest ist bei einer Schaltung, ist das halt scheiße. Schlicht und ergreifend. Du trittst voll ins Leere. Damit er es halt lernt und damit er weiß, dann mit der nächsten Mal bei der Prüfung, wenn er was einstellt, beim nächsten Fahrrad vom Kunden, wenn er was einstellt, damit er weiß, stimmt, da muss ich drauf aufpassen. Da hat Tommy mal gesagt, das war shit, ne? So, ganz einfach. Und deswegen mache ich das. Also, gut, wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut, bis dann, ciao, sagt der Tommy.